Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, warum die Knöpfe an Herrenhemden eigentlich immer rechts sind. Bei Hemden von Männern sind die Knöpfe immer rechts und die Knopflochleisten auf der linken Seite. Bei Frauenblusen ist dies allerdings komplett umgekehrt. Also sozusagen die Knöpfe auf der linken Seite und die Knopflochleisten auf der rechten Seite. Aber warum ist das so? Es liegt daran, dass die meisten Männer Rechtshänder sind und es daher für diese leichter ist, den rechts sitzenden Knopf in die linke Leiste einzuführen. Bei den Frauenblusen ist es so, dass sich noch im 19. Jahrhundert die Frau von Welt sich nicht selbst angezogen hat, sondern ihre Zofe hat diese Aufgabe übernommen. Da die meisten Frauen auch Rechtshänder sind, steckte diese auch lieber den rechten Knopf in die linke Leiste. Da sie aber vor ihrer Arbeitgeberin stand, ist die Knopfleiste der Frau auf der linken Seite. Dies hat sich bis heute nicht geändert. Außerdem ist es ja auch so, dass wenn ein Mann mit einer Frau spazieren geht, dieser meist auf der linken Seite der Frau läuft. Und so wird dieser immer einen kleinen leichten Blick unter die Bluse erhaschen können. Dass die Knöpfe bei den Männern auf der rechten Seite sind, hat auch noch einen Ursprung aus dem Mittelalter, welcher teilweise überlebenswichtig war. Denn die Männer trugen zu dieser Zeit die Schwerter auf der linken Seite, zumindest dann, wenn sie Rechtshänder waren. Wäre dann die Knopfleiste auf der linken Seite gewesen, hätte sich so mancher Mann wohl beim Ziehen des Schwertes ganz leicht verheddert. Und dies hätte sehr tödlich ausgehen können. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag ein wenig Wissen rüberbringen und würde mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald!